Rentner sind wütend. Warum bekomme ich den Zuschlagsbescheid für den Extrarentenzuschlag nicht zugestellt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, die Zuschlagslösung, der Extrarentenzuschlag zur gesetzlichen Rente, es sind rund 3 Millionen Rentnerinnen und Rentner, schlägt immer höhere Wellen. Die Leute sind ungeduldig. 3 Millionen sind ja davon betroffen. Das sind Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner, hinterbliebenen Rentner, hinterbliebenen Rentenbezieher oder entsprechende Altersrentner, die nach einer Erwerbsminderungsrente die Altersrente bezogen haben. Und die warten sehnsüchtig auf den Zuschlagsbescheid. Und der Zuschlagsbescheid ist bei vielen noch nicht angekommen. Und jetzt kriegen wir ganz viele Anfragen auf rentenbescheid24.de rein. Wo ist denn der Zuschlagsbescheid? Warum bekomme ich den Zuschlag nicht ausgezahlt? Ich habe gar keine Informationen. Was soll ich tun? Meine Damen und Herren, Sie müssen bitte Ruhe bewahren. Wir haben schon die ersten Informationen erhalten. Es gab schon die ersten Kunden, die haben den Zuschlagsbescheid schon erhalten und haben uns davon berichtet und haben auch geschrieben, dass sie 7,5% bekommen. Und auch die Höhe des Zuschlages wurde da schon in Netto ausgerechnet. Und dann stand auch in dem Zuschlagsbescheid drin, wann der Zuschlag ausgezahlt wird. Dass das nicht ganz so schnell geht, ist mir völlig klar. Die deutsche Rentenversicherung hat ja nicht nur mit der Zuschlagsproblematik zu tun, also für Sie als Begünstigte, sondern eben auch mit der Rentenerhöhung und noch viele andere Aufgaben zu erledigen. Und das geht eben alles nicht ganz so schnell. Und deswegen kann ich Sie wirklich nur um Geduld bitten, einfach warten. Wenn Sie bis Ende Juli den Zuschlagsbescheid nicht erhalten haben sollten, dann schreiben Sie Ihre Rentenversicherung an und fragen nach, was da los ist. Viele von Ihnen schreiben uns auch an und fragen uns, warum bekomme ich den Zuschlag nicht? Ich bekomme meine EM-Rente seit 1992, seit 1996, seit 1999. Meine Damen und Herren, die Rechtslage ist eindeutig. Der Gesetzgeber hat den Personenkreis für diesen Zuschlag begrenzt. Und zwar auf die Leute, deren Renten in der Zeit von 2001 bis 2018 begonnen haben. Das sind die EM-Rentnerinnen und EM-Rentner, die ja im Kern, meine Damen und Herren, so sagt es ja auch der VdK, der SOVD und andere Sozialverbände, massive Abschläge in die Rente, in die EM-Rente hinnehmen mussten, 10,8% zum Beispiel. Und das zieht sich dann quasi wie ein roter Faden durch. Bis heute bekommen ja viele Menschen, die eine Erwerbsminderungsrente bekommen, auch leider diesen Abschlag. Und natürlich auch die Nachteile bei der Berechnung der Zurechnungszeit. Deswegen gibt es hier diesen Zuschlag nur für die Personengruppe, die zwischen 2001 und 2018 diese Rente erhalten haben, erstmals erhalten haben, davor und danach, die Leute bekommen ihn einfach nicht. Das ist sozusagen der Grund, warum sie diesen Zuschlag dann nicht erhalten werden. Meine Damen und Herren, das soll es gewesen sein. Bitte üben Sie sich in Geduld. Wir können als Rentenberater Ihnen auch diesen Bescheid nicht herzaubern. Sie müssen einfach dann, wenn der Bescheid nicht da ist, der Zuschlagsbescheid, agieren und Ihre Rentenversicherung anschreiben. Aber ich würde das jetzt nicht Anfang Juli machen. Das ergibt keinen Sinn, sondern warten Sie einfach noch ab. Ich gehe davon aus, dass wenn Sie Mitbegünstigter sind, dass Sie dann auch diesen Zuschlagsbescheid erhalten werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.